Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich Sie heute mitnehmen darf, mit mir gemeinsam über den Tellerrand zu blicken, möchte ich zunächst den Fokus auf den Teller richten, gleichsam als Basis für den Standort, von dem aus der Blick gerichtet werden kann. Mein Standort heute ist die konkret-konstruktive Kunst. Wenn Sie meine Arbeit betrachten, werden Sie bestimmt das konstruktive Element erkennen und damit den Bezug zur Architektur bzw. zur Innenarchitektur als meiner Ausgangsposition. Aber was heißt nun konkret? Dieser Begriff ist etwas irreführend, weil er oftmals mit realistisch verwechselt wird. Geprägt hat diesen Stilbegriff Theo van Doesburg 1922. Er formulierte damit den Gegensatz zu abstrakt, da keine Bezüge zur Natur und zum Gegenstand bestehen. Ein Kunstwerk wird konstruiert und weist allein auf sich selbst durch Farbe, Konstruktion, Fläche und Raum. Es unterliegt stets einem bewussten Ordnungsschema und folgt einer inneren Logik. Die Autorenschaft tritt hinter der Arbeit zurück. Trotz des Bezugs zur Architektur können in der konkreten Kunst Dinge durch ihre freie Gestaltung besser ausgedrückt werden als in der Architektur. Die konkrete Kunst ermöglicht Polaritäten wie Hell-Dunkel, Ordnung-Chaos, Bewegung-Stillstand, Dynamik-Ruhe, Zufall und Berechnung. Zu den konstruktiven Elementen kommt die Interaktion der Farbe. Kontrastfarben und damit der Einsatz von Komplementär- und Simultankontrasten können eine Linie oder Fläche vibrieren lassen. Elly Sitzky sagte über die konstruktive Kunst, sie verbinde das Rationale mit dem Imaginären, das Psychische mit dem Mathematischen. Dies ist vielleicht die Erklärung, weshalb die konkrete Kunst über 100 Jahre hinweg nicht an Kraft verloren hat. Der Blick über den Tellerrand zurück zu den Pionieren der konkret-konstruktiven Kunst führt uns zu internationalen bekannten Künstlern, die alle von der Architektur oder ihr verwandten Studien herkamen. Genannt seien an dieser Stelle vor allem Max Bill, Josef Albers, Camille Gräser, Hans Hinterreiter oder Friedrich Vordenberge Gildewart. Wohin die Verbindung von freier und angewandter Kunst im letzten Jahrhundert geführt hat, will ich im Folgenden genauer betrachten, denn die Bestrebung nach Einheit von freier und angewandter Kunst war Ausgangspunkt für die Gründung des Bauhauses und seiner Nachfolgeinstitutionen. Sie war Teil der Restyle-Bewegung und der russischen Avantgarde. Hier will ich den Blick vertiefen auf das Bauhaus von seiner Gründung in Weimar bis zu seiner Fortsetzung in Dessau und Berlin, wo es schließlich seine endgültige Auflösung fand. Weiter werde ich einen Blick auf die mir wichtigsten Künstler der russischen Avantgarde werfen. Das Bauhaus in Weimar 1919 bis 1925 trat die Nachfolge der großherzoglich-sächsischen Kunstgewerbeschule an, die 1907 von dem Belgier Henri van de Velde gegründet wurde. Noch vor dem Ersten Weltkrieg verließ dieser Weimar, weil er trotz eines deutschen Passes als Belgier vermehrt nationalistischen Anfeindungen ausgesetzt war. Für die Fortsetzung des praxisnahen Unterrichts schlug er neben Hermann Obrist und August Endel Walter Gropius vor. Dieser war Spross einer berühmten Architektenfamilie, erinnert sei hier an den Martin-Gropius-Bau in Berlin. Sein in München begonnenes Studium brach er ohne Abschluss ab und trat eine Stelle bei Peter Behrens an. Dieser war Vorreiter der sachlichen Architektur und des modernen Industriedesigns. Bekannt wurde vor allem seine Produktgestaltung für AEG, vom Briefbogen bis zum Aschenbecher mit AEG-Logo. Mitarbeiter in diesem Büro waren auch Ludwig Mies van der Rohe und Le Corbusier. Als Gropius nach der Katastrophe des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs in Weimar antrat, gab er der Institution nach der Zusammenlegung der Kunstgewerbeschule mit der Hochschule der Bildenden Künste den Namen Staatliches Bauhaus in Weimar. Im Mittelpunkt stand die Idee der Bauhütte, gleichsam als Zentrum aller Zünfte, und so steht in seinem Gründungsmanifest: Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Im Widerspruch zu dieser Proklamation gab es unter Gropius aber niemals eine Architekturabteilung am Bauhaus.
Auch scheint die vordringliche Konzentration auf das Handwerk zum Zeitpunkt der beginnenden Industrialisierung nicht mehr zeitgemäß. Gropius wollte eine neue Wohn- und Lebenskultur für den neuen Menschen schaffen. Er wollte weg von historisierenden Ausstattungen hin zu klaren, funktionalen Formen. Dazu berief er Künstler für den Unterricht ans Bauhaus, die auch neben den Werkmeistern als Formmeister die Werkstätten leiten sollten. Es waren dies unter anderem Lionel Feininger, Johannes Itten, Gerhard Marx, Georg Muche, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Lothar Schreier, Wassily Kandinsky, Moholy Nagy und Josef Albers. Der Unterricht verlief nicht einheitlich, ja sogar widersprüchlich. Das Konzept der Einheit von Kunst und Technik und die Schaffung neuer Lebensformen für den Menschen der Zukunft stand zwar im Vordergrund, aber unter den Künstlern kam es zu heftigen ideologischen Auseinandersetzungen. Die schillerndste Figur war wohl Johannes Itten, der durch die Vermittlung von Alma Mahler, mit der Gropius von 1915 bis 1920 verheiratet war, an das Bauhaus berufen wurde. Seine sich an Runge orientierende Farbenlehre, die Zuordnung der Grundfarben zu den geometrischen Körpern, gelb dem Dreieck, rot dem Quadrat und blau dem Kreis, sowie die Gestaltung des Vorkurses sind legendär. Aber seine Orientierung an der Mastersnan-Lehre führten zu unüberbrückbaren Querelen. Die Mastersnan-Lehre hielt Einzug in das Bauhaus mit Atem- und Gymnastikübungen und hatte mit seiner vegetarischen Küche Einfluss auf die Bauhauskantine. Bedenklich waren jedoch ihre rassenideologischen Grundsätze über die Vorzüge des weißen Mannes. Die Mastersnan-Lehre ist eine Mischung aus zarathustrischen, christlichen und tantrischen Elementen und wurde von Ottoman Zar Adustanisch gegründet, der nach eigenen Angaben als Sohn eines russischen Botschafters und einer deutschen Adeligen in Teheran geboren wurde und im iranischen Hochland in einem zarathustrischen Orden aufgewachsen sein soll. Als persischer Magier lehrte er in Chicago Atem- und Meditationsübungen und stand dem Okkultismus nahe. Nach anderen Versionen war er dagegen in Posen als Otto Hanisch zur Welt gekommen oder als Sohn eines Gemüsehändlers in Mendota, Illinois. Genaue Angaben über sein Leben hat er aber selbst stets vermieden und damit der Legendenbildung Raum gegeben. Die Bestimmung der Welt durch den höchsten Gott Ahura Mazda und seinen Widersacher Ahriman war das Fundament für Ittens Gestaltungslehre von Kontrast und Polarität. Die ansonsten lockere Atmosphäre am Bauhaus mit seinen Veranstaltungen und Kostümfesten war aber vielen Weimarer Bürgern ein Dorn im Auge. Auch geriet das Bauhaus finanziell in Schieflage, waren doch die Werkstätten für Weberei und Keramik fast die einzigen, die durch den Verkauf ihrer Produkte Geld einbrachten. Dies waren übrigens die Werkstätten, in denen fast alle Frauen tätig waren. Vor allem in die Weberei wurden die Frauen abgeschoben, da sie laut Itten keine Fähigkeit zu dreidimensionalem Denken besaßen. Die finanzielle Situation besserte sich auch nicht, als in einer Ausstellung Arbeiten aus dem Unterricht und den Werkstätten gezeigt wurden. Als gestaltete Einheit entstanden im Bauhausgebäude Wandmalereien von Herbert Bayer, Jost Schmidt und Oskar Schlemmer, für das Direktorenzimmer Arbeiten aus der Tischlerei, der Weberei und Metallwerkstatt, sowie ein Musterhaus nach Entwürfen von Georg Muche unter Beteiligung aller Werkstätten. Außerdem gab es Bühnenveranstaltungen, Vorträge und Konzerte. Trotz dieser Schau mit internationaler Beachtung gab es politische Anfeindungen und die Verträge der Bauhausmeister wurden zum 31. März 1925 gekündigt. Auch die Anzahl der Studierenden verringerte sich, waren es zur Gründung 101 weibliche und 106 männlich Studierende am Bauhaus, so waren es zum Schluss nur noch 41 weibliche und 73 männliche Studierende. Dies alles führte letztlich zu großem Druck und so wurde durch den Beschluss der Meister zum 1. April 1925 das Bauhaus in Weimar aufgelöst.
Aber bereits in diesem April 1925 konnte der Lehrbetrieb in Dessau wieder aufgenommen werden. Im Vordergrund stand jetzt die Bedeutung von Industrie und Wissenschaft mit den Werkstätten als Laboratorien zur Herstellung industrieller Fertigung. Die Werkstätten für Töpferei, Glasmalerei sowie für Holz- und Steinbildhauerei zogen nicht mehr mit um. Besonders durch die Zusammenarbeit mit den Junkerswerken kamen in der Metallwerkstatt neue Werkstoffe und neue Techniken zum Einsatz. Marcel Breuer entwickelte seine Metallmöbel, die zum Inbegriff des sachlichen, funktionalen Wohnens wurden. Aber 1928 verkaufte Breuer die Rechte an seine Metallmöbeln an die Firma Tonet, die damit dem Bauhaus entzogen waren. 1926 war bereits der Neubau fertiggestellt, bei dem Gropius die Gebäudeteile unterschiedlich nach ihren Funktionen gestaltete. Stilprägend, aber wärmetechnisch nicht ausgereift, war die dem Skelettbau vorgehängte Glasfassade des dreigeschossigen Werkstattflügels, der mit dem fünfgeschossigen Atelierhaus mit seinen herauskragenden Balkonen in vielen Fotografien der Studierenden zu sehen, durch die sogenannte Festebene, einem eingeschossigen Zwischenbau mit Aula, Bühne und Mensa verbunden war. Bemerkenswert waren die Beleuchtungssysteme von Marianne Brandt und Hans Zürembel. Als Meisterhäuser entstanden ein Einzelhaus für Gropius und drei Doppelhäuser, deren identer Grundriss mittig gespiegelt war. Bezogen wurden sie paarweise von Moholy Nagy und Feininger, Muche und Schlemmer sowie Klee und Kandinsky. Letzterer widersetzte sich der strengen Farbvorgabe von Gropius, indem er eine Wohnzimmerwand mit Blattgold und seine Fenster und Türen mit einem schwarzen Anstrich versah. Ab 1926 war das Bauhaus Staatliche Hochschule von Anhalt und die Meister wurden zu Professoren ernannt. Ideologische Auseinandersetzungen prägten auch in Dessau die Atmosphäre. Die technische Orientierung von Moholy Nagy und von Albers standen im Widerspruch zur Kunstauffassung von Klee, Kandinsky und Feininger. Ebenso gab es Auseinandersetzungen um die Typografie zwischen Herbert Bayer und Moholy Nagy. Auch Schlemmer forderte die Besinnung auf die Kunst. Er wolle nichts tun, was die Industrie schon besser könne. Nach verstärkten Differenzen gab Gropius 1928 die Leitung des Bauhauses auf und widmete sich mit seinem Berliner Architekturbüro Wohnungs- und Siedlungsbauprojekten. Mit ihm gingen Bayer, Breuer und Moholy Nagy. Auf die Initiative von Gropius kam der Schweizer Hannes Meyer, übrigens ohne Hochschulausbildung, als Direktor ans Bauhaus. Seine modularen Systeme für den Siedlungsbau entsprachen seiner radikalen marxistischen Architekturauffassung. Erstmals aber wurde eine Architekturabteilung eröffnet, die unter Meyer zur wichtigsten Abteilung erklärt wurde. Wegen Querelen mit den Bauhausweberinnen verließ Muche die Schule und trotz ablehnender Stimmen im Kollegium wurde Gunta Stölzl Meisterin. Die Metallwerkstatt, Tischlerei und Wandmalerei wurden zur Ausbauwerkstatt vereinigt. Oskar Schlemmer verließ das Bauhaus, die Bühnenabteilung wurde aufgelöst. Als sich die Studenten unter Meyer immer mehr dem Kommunismus zuwendeten, wurde Meyer von der Stadtverwaltung Dessau entlassen. Mit 12 Studierenden ging dieser nach Moskau. Als Neubesetzung kam 1930 auf Anraten von Gropius der politisch neutral gesinnte Mies van der Rohe als Direktor ans Bauhaus. Obwohl sich die Situation zunächst beruhigte, verließen 1931 Paul Klee und Gunter Stölzl das Bauhaus. Zum Jahresende wurde auf Antrag der NSDAP die Schule aufgelöst. Als private Schule konnte Mies van der Rohe mit 114 Studierenden das Bauhaus in Berlin weiterführen. Zu den Lehrern gehörten weiterhin auch Albers und Kandinsky. Da es jedoch unmöglich schien, auf die Bedingungen der geheimen Staatspolizei einzugehen, wurde das Bauhaus am 20. Juli 1933 für immer aufgelöst. Mit dem Bauhaus ideologisch verbunden waren auch die russischen Konstruktivisten, weist schon der Begriff Konstruktivismus durch das lateinische Wort Constructio auf Zusammenfügung Bau.
Aufbauend auf den Prinzipien des Konstruktivismus und des Futurismus fand Kasimir Malevich zum Begriff des Suprematismus, abgeleitet vom lateinischen Wort Suprematia ist gleich Überlegenheit, Herrschaft. Er meinte damit die Überlegenheit einer von Gegenstandsbezügen befreiten Kunst mit ihrer Reduktion auf einfachste geometrische Formen zur Veranschaulichung höchster menschlicher Erkenntnisprinzipien. Malevich, der aus ärmlichen Verhältnissen kam, konnte trotz schlechter schulischer Ausbildung als technischer Zeichner so viel Geld zusammensparen, dass er in Moskau ein Studium für Malerei, Skulptur und Architektur absolvieren konnte. Bald beteiligte er sich an Ausstellungen mit damals noch unbekannten Künstlern wie Wassily Kandinsky, Michail Fjodorowitsch Larinow oder Natalia Sergejewna Goncharova. 1950 stellte Malevich in der Petrograder Galerie Dobitschina sein berühmtes schwarzes Quadrat auf weißem Grund aus. Als Zitat der russischen Ikone hängte er sein Bild an deren traditionellen Platz in eine Wandecke unter der Decke. Die Ausstellung, die den Durchbruch der gegenstandslosen Kunst markieren sollte, hieß Letzte futuristische Ausstellung 010. Die Null stand für den Neubeginn der Welt nach der Zerstörung des Alten. Die Zehn stand für die Anzahl der ausstellenden Künstler. Neben Malevich waren dies unter anderem Wladimir Tatlin, Nadezhda Udaltsova, Lubo Popova und Ivan Puni. Die Kritik war vernichtend, aber das öffentliche Interesse galt jetzt mehr und mehr der Politik, denn in Europa war der Krieg ausgebrochen und so wurde Malevich 1916 in die zaristische Armee einberufen. Nach der Oktoberrevolution 1917 wurde Malevich Professor an den Freien Staatlichen Kunstwerkstätten in Petrograd, wie St. Petersburg von 1914 bis 1924 hieß. Auch erhielt er die Aufsicht über die nationalen Kunstsammlungen des Kreml. 1919 wurde Malevich auf Einladung Marc Chagalls Mitarbeiter an der von diesem gegründeten Volkskunstschule in Witebsk, wo er binnen kurzem eine große Anhängerschaft fand und das Kulturleben in Witebsk stark beeinflusste. Als er auch das Unterrichtssystem durch seine Ideen des Suprematismus veränderte, emigrierte Marc Chagall nach Paris. Malevichs weltweite Beachtung wurde jedoch mit dem Aufkommen der stalinistischen Ära und der sowjetischen Kunstkultur unterbrochen. Auch ein Versuch, eine Stelle am Bauhaus in Dessau zu bekommen, scheiterte, da man dort dem Konstruktivismus näher war als dem Suprematismus. Malevich entwarf Pläne für Satellitenstädte, widmete sich der Produktgestaltung und fand auf der Suche nach neuen Möglichkeiten wieder zurück zur figurativen Malerei, allerdings mit suprematistischen Elementen. Sein Versuch, die freie Kunst mit der angewandten Kunst zur Schaffung einer neuen Gesellschaft zu verbinden, scheiterte am Kunstbegriff des sozialistischen Realismus unter Stalin. So kam es sogar zu einer Verhaftung mit zweiwöchigen Verhören. Dennoch erhielt er ab 1932 die Leitung an einem Forschungslabor des Russischen Museums in Leningrad, wo er 1935 einem Krebsleiden erlag. Zu Malevichs Beisetzung reiste auch sein Erzrivale Wladimir Tatlin an. Er erwies damit seinem Kollegen die letzte Ehre, obwohl beide völlig zerstritten waren und Tatlin seine suprematistischen Arbeiten ablehnte. Als beide in St. Petersburg gegenüberwohnten, verhängte Tatlin aus Angst vor Bespitzelung durch Malevich seine Fenster. Bei der Ausstellung für angewandte Volkskunst in Berlin 1914 täuschte Tatlin einen blinden Bandura-Spieler derart echt vor, sodass Kaiser Wilhelm II. Ihm vor Rührung seine goldene Taschenuhr schenkte. Vom Verkaufserlös dieser Uhr konnte Tatlin nach Paris reisen, wo er Pablo Picasso traf, dessen kubistische Reliefs ihn stark beeinflussten, aber auch der Einfluss von Henri Matisse und Paul Cézanne ist in den Arbeiten von 1911 bis 1916 zu erkennen. Ab 1915 konstruierte Tatlin seine dreidimensionalen Konterreliefs. Wahrzeichen der Avantgarde aber wurde das Denkmal der Dritten Internationale von 1919,
dass ein Modell aus Holz bleiben sollte. Gedacht war es als Verwaltungs- und Propagandabüro der Komintern, abgedeckt mit Glasfenstern und höher als der Eiffelturm. Eine 400 Meter hohe doppelte Spirale aus Kubus, Zylinder, Pyramide und einer Halbkugel, die sich jeweils im Rhythmus eines Jahres, eines Monats, eines Tages und einer Stunde drehen sollten, als Symbol für gesetzgebende Versammlungen, Organe und Informationsdienste. 1925 wurde das Modell bei der Pariser Weltausstellung gezeigt und von Trotzki als riesige Thermosflasche bespottet. Auch mit seinem Flugapparat Le Tatlin, ähnlich einem heutigen Drachenflieger, wurde er als Formalist und Individualist beschimpft. Le Tatlin war eine Verbindung des russischen Wortes Letat für Fliegen und seinem Namen. Nach der Oktoberrevolution von 1917 arbeitete Tatlin als Vorsitzender des Ausschusses für Bildende Künste im Bildungsministerium. Er leitete die Malerateliers an den Freien Staatlichen Kunstwerkstätten und am Institut für Künstlerische Kultur in St. Petersburg, bis Stalins sozialistischer Realismus diesem ein Ende machte. Seinen Unterhalt konnte er ab 1932 mit Bühnenbildern bestreiten. Er starb 1953. Als Konstrukteur der Zukunft sah sich Alexander Rodchenko. Der ehemalige Zahntechniker arbeitete nach seinem Besuch der Kunstschule zunächst als Maler, später vielfältig an Plakat- und Bühnengestaltung. Mit seiner in Paris gekauften Kamera entwickelte er einen eigenen revolutionären Stil, ebenso mit der Verbindung von Fotografie, Collagen aus Wörtern und grafischen Elementen. Berühmt wurde sein Plakat zu Eisensteins Panzerkreuzer Potjomkin. Sein Ziel war die Produktionskunst für den Nutzen des Volkes. So entstanden geometrische Skulpturen aus industriellen Materialien. Neben der Leitung der Werkstätten für Metallverarbeitung wirkte er an Filmen mit und an Entwürfen für Bauten, Bühnen und Stoffmuster. Oft gezeigt wird das Foto aus dem Jahr 1922. Da sehen wir den Konstrukteur Rodchenko mit Pfeife im Overall, den seine Frau Varvara Stepanova genäht hat. Im Hintergrund kreis- und quadratförmige Rahmen für seine hängenden Raumkonstruktionen. Da sich seine Kunst nicht für Stalins propagandistische Zwecke eignete, verlor er sein Lehramt. Mit Fotografie und Plakatgestaltung schlug er sich durch, bis er 1956 verarmt in Moskau starb. Zum Treffpunkt der Avantgarde-Künstler wurde die Wohnung von Lubo Popova. Sie verstand es ausgleichend zwischen Malevichs Suprematismus und Tatlins Konstruktivismus zu vermitteln. Anders als ihre Kollegen kam sie aus einem großbürgerlichen Elternhaus, das früh ihre Begabung förderte. Sie unternahm Reisen in den Westen und fand unter dem Einfluss von Picasso, Braque und Matisse zum Kubismus, den sie mit der Tradition der russischen Volkskunst und dem Futurismus eines Umberto Boccioni verband und zum russischen Kubofuturismus erweiterte. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, widmete sie sich mehr dem Textildesign und der Bühnenarbeit. Das Theater wurde für sie Plattform der Revolution. 1924, angesteckt am Scharlach ihres Sohnes, verstarb sie mit nur 35 Jahren. Als Experiment einer neuen Architektur, gleichsam als Maschinen für funktionales Wohnen ohne Prunk, entstanden Bauten, deren Bedeutung erst heute wieder erkannt wird. So erbaute Konstantin Melnikow 1927 den Rusakow-Club, einen Arbeiterclub, dessen kubische Fassade dem Räderwerk einer gewaltigen Maschine gleicht, oder die Intourist-Garage gleich einem riesigen Rad. Zur Ikone der Moderne wurde sein Atelierhaus, bestehend aus zwei Zylindern, darin sechseckige Wabenfenster mit unterschiedlicher Sprossenteilung. Das Narkomfin-Haus von Moise Ginsburg und Ignati Milinis war als funktionale Wohnmaschine wohl Vorbild für Le Corbusier.
Über 8 Kreuzungspunkte des inneren Moskauer Rings wollte Elisitzky 1925 seinen Wolkenbügel führen. Ein horizontales, 60 Meter über dem Boden schwebendes, 2- bis 3-geschossiges Riesenhaar sollte Büros beinhalten, zu denen Lifte und Treppen in gigantischen Stützen nach oben führten. Ebenso Entwurf blieb seine Lenintribüne von 1921. Ein schräg nach oben führender Kran mit Plattformen und Rednertribüne. Als Maler, Grafiker, Typograf, Bühnenbildner und Ausstellungsmacher arbeitete er an seinen Projekten zur Gründung neuer Formen. Dabei entstanden seine Pro Une genannten Umsteigestationen von der Malerei zur Architektur. Als Ausstellungsraum für die konstruktiv gegenstandslose Kunst entstand sein in Dresden und Hannover gezeigter Demonstrationsraum. Da waren an den Wänden in regelmäßigen Abständen raumhohe vertikale Lamellen, davon eine Seite weiß, die andere schwarz gestrichen, die Wandflächen dazwischen, ebenso die Stirnseiten der Lamellen grau. Je nach Standpunkt des Betrachters wechselte so die Farbgebung der Wand. Diese geniale Idee wurde und wird noch immer in Form von Wandreliefarbeiten von vielen Künstlern kopiert. 1937 von den Nazis zerstört, wurde der Demonstrationsraum im Sprengelmuseum 1979 rekonstruiert. Lisicki pendelte zwischen Ost und West. Er hatte Kontakt zu Kurt Schwitters, Theo van Doesburg, Piet Mondrian, Hans Arp und Laszlo Moholy-Nagy. Für die Sowjetunion war er als Messearchitekt tätig. Als er 1941 an Lungentuberkulose starb, wurde seine Frau Sophie Lisicki-Küppers, die er in Hannover bei Kurt Schwitters anlässlich eines Dada-Abends kennengelernt hatte, nach Sibirien verbannt, wo sie 87-jährig in Nowosibirsk verstarb. Ihre in Hannover zurückgelassene Sammlung wurde eine von vielen Raubkunstfällen der Nachkriegszeit. Der Sohn Jen Lisicki kämpft noch immer um eine angemessene Entschädigungssumme für Paul Klees Bild Die Sumpflegende. Früher hing es in Lisickis Wohnzimmer, bis vor kurzem hing es im Münchner Lembachhaus. Als ich Anfang März wieder nach ihm sehen wollte, konnte ich es nicht mehr finden. Eine Internetrecherche ergab, dass auch die Sumpflegende von den Nazis an Hildebrand Gurlit weitergegeben wurde, bevor es über mehrere Stationen im Lembachhaus gelandet war. Offenbar ist dem Haus dieser Besitz derzeit zu heiß geworden. Sumpflegende, diese Namensgebung mutet direkt prophetisch an, angesichts des jahrelangen Streites zwischen Recht und Moral. Die in jüngster Zeit aufgedeckten Raubkunstfälle, in welche auch die Kunsthändlerfamilie Gurlit verstrickt waren, lassen mich dagegen positiv an den Sammler George Kostakis denken, dessen Leidenschaft und Umsichtigkeit einen großen Teil der russischen Avantgarde-Kunst vor dem Verfall und der Vernichtung gerettet hat. George Kostakis, 1912 als Sohn wohlhabender griechischer Einwanderer im zaristischen Russland geboren, der Vater ein Unternehmer der Tabakbranche, sammelte zunächst alte Meister und Antiquitäten, die günstig auf dem freien Markt erhältlich waren, da die verarmte Oberschicht diese verkaufen musste. Ab 1947 verkaufte er Zug um Zug seine Sammlung, nachdem er ein Gemälde der Olga Rosanova gesehen hatte. Ein grüner Streifen auf weißem Grund sollte die Initialzündung für eine einzigartige Sammlung von gänzlich in Vergessenheit geratener Avantgarde-Kunst werden. Einmal entdeckte er die große Raumkraftkonstruktion der Popova als Wetterschutz an der Fassade der Datscha ihres Neffen. Erst als er Ersatz in Form einer Sperrholzplatte brachte, konnte er die Arbeit der Popova erstehen. Als immer mehr ausländische Sammler die Moskauer Wohnung besuchten, rückte die Sammlung auch ins Blickfeld sowjetischer Kulturträger. Eines Tages wurde in seine Wohnung eingebrochen und seine Datscha, ebenfalls voller Avantgarde-Kunst, wurde niedergebrannt. Dabei wurden ca. 1500 Arbeiten gestohlen bzw. vernichtet. Um weitere Übergriffe zu verhindern, vermachte Kostakis den größten Teil seiner verbliebenen Sammlung 1977 der Tretjakow-Galerie.
Er selbst konnte nach Griechenland auswandern. In einem Zeitraffer habe ich hier versucht, meinen Blick über den Tellerrand auf eine faszinierende und gleichsam schreckliche Epoche des vorigen Jahrhunderts zu werfen. Ich wollte vom Entstehen großer Gedanken und vom Scheitern großer Gedanken berichten, die trotzdem unsere heutige Auffassung von Kunst und Architektur nachhaltig bestimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Liebe Sibylle, wir haben zu danken. Herzlichen Dank für deinen Blick über den Tellerrand.